Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen. Deutschland geht den falschen Weg und Deutschland entscheidet sich falsch. Die dritte existenzielle Frage, die Deutschland zu beantworten hat, lautet: Welche Stabilitätskultur des Geldes wollen wir? Die Deutschen haben die schleichende Wandlung des Euros in eine Weichwährung noch kaum realisiert. Durchgesetzt hat sich in der politischen Konstruktion der Währungsunion mit naturnotwendiger Zwangsläufigkeit die südeuropäische Weichwährungsmentalität. Die Europäische Zentralbank ist vertragswidrig zu einem politischen Instrument der staatlichen Geldbeschaffung geworden. Obwohl Staatsfinanzierung nach den damaligen Beteuerungen der politisch Agierenden vertraglich für alle Zeiten und alle Situationen eigentlich ausgeschlossen sein sollte. So sehen wir heute, wie die EZB Unmengen neuen Geldes druckt, die in keinem vernünftigen realwirtschaftlichen Zusammenhang mehr stehen. Aufkauf von Staatsanleihen, ja sogar der Aufkauf von Konzernanleihen und die Null- und Negativverzinsung richten einen erheblichen Schaden an unserer Volkswirtschaft, an den Vermögen der Bürger und an der Altersversorgung der Rentner an. Der Verlust des Grundvertrauens in die Geldwertstabilität, maßgeblich durch eine politisch agierende EZB verursacht, hat jetzt schon mittelfristig und für die Zukunft verheerende Auswirkungen auf die Geldwirtschaft, auf Industrie- und Gewerbebetriebe und auf die Gesellschaft insgesamt. Es wird nachhaltig negative Auswirkungen auf die Sparbereitschaft und die Sparquote haben. Auch auf das Zinsniveau und auf die langfristige Investitionsneigung der Unternehmen. Diese verheerende Politik der EZB, die ja die Hüterin der Geldwertstabilität sein sollte, nimmt Einfluss auf Kreditvergaben an Unternehmen und an Personen. Sie nimmt Einfluss auf Lohnfindungsprozesse, ja auf ganze Lebensplanungen, Familiengründungen, Unternehmensneugründungen und Aufstiegschancen werden so verbaut oder erschwert. Die Staatsabhängigkeit breiter Bevölkerungskreise wächst und mit ihr auch ein schädlicher Klientelismus und dadurch ausgelöste politische Instabilitäten. Auch wenn einige Unternehmen für sich gewisse Vorteile durch den politisch herbeigeführten Weichwährungscharakter des Euro gegenüber einem harten Euro sehen, so fallen diese Erwägungen vernünftigerweise nicht ins Gewicht. Gerade die Notwendigkeit, den höheren Preis durch bessere Qualität zu rechtfertigen, hat die deutsche Exportindustrie innovativ und stark gemacht. Die mittel- und langfristigen Einbußen an Kaufkraft bei der Binnennachfrage, die die Weichwährungskultur nach sich zieht, können durch keinen Export aufgefangen werden. Und im weltweiten Run auf Rohstoffe und Energie, der immer rasanter werden dürfte, gehören Weichwährungsländer mit Sicherheit zu den glasklaren Verlierern. Die eigentlichen Verlierer in diesem Schreckensszenario aber sind die Verbraucher, die Sparer, die Rentner und auch die sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft. Die Frage nach der Stabilitätskultur des Geldes ist daher in ihrem Kern die Frage nach dem Fortbestand der demokratisch verfassten Mittelschichtengesellschaft. Die deutsche Politik hat mit dem Eingehen auf das nunmehr als erwartbar verunglückt anzusehende Währungsexperiment Euro seine Autonomie und die Souveränität über die Staatswährung und ohne die Bürger hierüber zu befragen, aufgegeben. Erwartbar hat sie damit auch die erprobte
monetäre Stabilitätskultur der Deutschen aufgegeben. Die deutsche Politik, feudalistisch agierend, hat damit auch den neuen Raison d'être unserer neuen deutschen Gesellschaft, die nach dem Ende des Dritten Reiches entstanden ist, fahrlässig preisgegeben. Gerade die bundesrepublikanische Gesellschaft mit ihrem leistungsbejahenden, werteschaffenden Bürgern und Milieus ist dabei, diesen, ihren respektablen Gründungsmythos zu verlieren. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft mit ihrem Wirtschaftswunder und dies in Verbindung mit einem weltweit einzigartigen neuen Gesellschaftsvertrag, nämlich der sozialen Marktwirtschaft, gründete nicht zuletzt auf der Autonomie und den Stabilitätszielen der Deutschen Bundesbank, die sich der politischen Einflussnahme immer streng entzog. Geldwertstabilität und soziale Marktwirtschaft sind die zwei Seiten einer Medaille. Die soziale Marktwirtschaft hatte zum Ziel, alle Gruppen der nationalen Gesellschaft an den Produktivitätsfortschritten der Wirtschaft zu beteiligen. Rentner beispielsweise, Kinder beispielsweise, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Diese Anteile an den Produktivitätsgewinnen waren durch die Währungshärte der D-Mark echte Wohlstandsgewinne und konnten konsumiert oder aufgespart werden. Heute hingegen sind sowohl die Geldwertstabilität als auch die soziale Marktwirtschaft verwüstet und zerrüttet. Produktivitätsgewinne sind heutzutage nicht mehr die Gesellschaft, Gewinner sind nicht mehr die gesellschaftlichen Teilgruppen, sondern nahezu ausschließlich die internationale Finanzindustrie und die großen weltumspannenden Wirtschaftskonzerne. Und ein weiterer Gewinner ist der Staat durch seine permanente Erhöhung seiner Abgaben. Die Menschen, die Bürger, die werteschaffenden Milieus in Deutschland hingegen gehen zum größten Teil leer aus. Deutschland ist hier auf einen absolut falschen Weg geraten, der in eine Sackgasse geführt hat. Und es wird Zeit, meine Damen und Herren, umzukehren und diesen falschen Weg zu verlassen. Beim nächsten Mal wollen wir uns die vierte der 8 existenziellen Fragen, die Deutschland zu beantworten hat, stellen. Die Frage heißt: Welche Leitkultur wollen wir verteidigen? Doch für heute soll es damit sein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland!